Es geht weiter mit Jurassic World Evolution. Bevor wir uns unsere Gäste annehmen, werden wir jetzt gleich den T-Rex noch rauslassen. Damit willkommen zurück. T-Rex-Alarm. Es sollte nicht mehr allzu lange dauern. 41%. Hier unten habe ich hoffentlich die Leute wieder ein bisschen beruhigt. Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir eventuell noch einen Auftrag bekommen können. Wo sind wir denn ganz dicht dran? Für mal zwei Aufträge wären schon geil. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Haben keinen. Sowieso die Hauptmission, die wir jetzt hier gleich noch abschließen werden. Hoffe ich zumindest. Wenn der T-Rex gleich durch ist. Aber in der Zwischenzeit werde ich wohl die Zeit mal wieder nutzen. Und noch die anderen Dinos mir anschauen, die ich hier noch nicht gelesen habe. Das ist der Chasmo, der Polarcanthus. Epoche frühe Kreide, Familie Nodosauridea, Gattung Polarcanthus, 1,7 Meter, 900 Kilogramm, 7 Meter lang. Der Polarcanthus war ein Ankylosaurus oder gepanzerter Dinosaurier, der im Vereinigten Königreich lebte. Sein Name bedeutet Echse mit vielen Stacheln und leitet sich von den Stacheln auf seinem Rücken ab. Obwohl er wie andere Mitglieder seiner Gattung gepanzert war, hatte er keine Stacheln am Schwanz. Die ersten Polarcanthus-Überreste wurden 1865 auf der Isle of Wight im Vereinigten Königreich entdeckt. Der Holotypus wurde jedoch erst später in der Wessex-Formation gefunden. Okay. Wessex-Formation ist eine große Vielfalt an Flora und Fauna preis. Was? Hat eine große Vielfalt an Flora und Fauna preisgegeben, zu der auch zahlreiche Wasserlebewesen gehörten. Das deutet darauf hin, dass sie sich in einer küstennahen Region mit Wasserläufen und Ebenen befunden hat. Okay, danke dafür. Paläoontologie, Gold. Gold ist ein Edelmetall, das im Laufe der Geschichte immer wieder als Zahlungsmittel und Vermögenssicherung gedient hat. Eigenfossilien repräsentieren einige der frühesten Lebensformen der Erde. Ammonitfossilien sind die Überreste von Meeresweichtieren, die zwischen 420 und 66 Millionen Jahre alt sind. Gliederfüßer-Fossilien erhalten die Überreste von wirbellosen Tieren, deren Evolution vor 540 Millionen Jahren stattgefunden hat. Vogeleier. Vogeleierfossilien enthalten versteinerte Embryonen von Vögeln aus verschiedenen Epochen. Kopffüßer-Fossilien zeigen die Evolution von wirbellosen Tieren wie Kalmaren und Tintenfische. Chordatiere, was denn das? Chordatierfossilien sind Überreste von unterschiedlichen Tieren wie Fischen, Reptilien, Vögeln und Säugetieren. Nadelbaumfossilien enthalten Teile von Bäumen und Sträuchern, die sich vor 300 Millionen Jahren entwickelten. Wahnsinn, diese Zahlen. 300 Millionen Jahre, Gottes Willen. Das wird noch so lange dauern. Ich muss mal echt mal nachgucken, wie lange der Mensch tatsächlich schon auf der Erde unterwegs ist. Ich glaube, es sind noch nicht mal Millionen Jahre. Nicht mal 1 Million Jahre. So, ab geht's. Wir müssen unseren T-Rex an die vorderste Front bringen.
volle Aufmerksamkeit der Gäste. Im Rahmen des Sicherheitsprotokolls natürlich. Ja klar, alle müssen sicher sein, aber übertreiben Sie nicht. Die Protokolle sind doch eher Richtlinien, oder? Das Wichtigste ist die Show für unsere Gäste. Wegen ihr kommen sie zu uns. T-Rex, hautnah, unser Star brüllt. Das Publikum brüllt mit. Denken Sie nur an die Möglichkeiten. Ist gut. Oh oh. Oh nein! Okay, das war keine gute Idee. Kein Problem. Im Wald, aber wenn ich... da könnte man jetzt in sein Maul reinkrabbeln und ihn kitzeln in der Zunge und dann Gaumen. Okay, was gefällt es nicht? Muss ich das vielleicht doch abflachen? Mag er das nicht? Komisch, der andere hat's gemacht. Guck mal, Mama, Papa, guck mal, da ist ein T-Rex. Wie war das in Lost World? Da ist ein Dinosaurier in unserem Garten. Reagiere auf Reparaturanfrage. Ich möchte den Auftrag annehmen, was impliziert, dass Sie das auch wollen. Kann ich nicht machen. Aus vielerlei Gründen, weil ich mich nichts mehr erforschen kann. Versuchen wir das nochmal und halten uns mit dem Helikopter bereit. Schon ganz schön. Eigentlich fehlt mir der nur noch. Hole Produkt ab. Sicherheitsprotokolle noch einhalten. Wir haben da ein neues Angebot. Warten Sie nicht zu lange. Keine Bayersaurus, nicht mit mir.
transportiert. Er will ja schon wieder raus. Oh je. Verstanden. Warum gefällt ihm das nicht? Das ging doch vorher auch ohne Probleme. Das verstehe ich nicht. Oder ist das Teil der Quest? Reparaturanfrage bestätigt. Muss ich das Gehege vielleicht doch noch mal größer bauen? Oder ist das jetzt einfach... Ich weiß nicht, ob das Teil der Quest ist, dass er so austickt, aber... Könnte natürlich sein.
Anfrage zur Produktabholung erhalten. Na gut, was fehlt denn jetzt noch? Sehr hohe annehmbares Wohlbefinden, das liegt daran, annehmbare Zufriedenheit. Produkt in der Luft. Die Bar natürlich. Produkttransport beendet. Ist ehrlich gesagt genau daneben gebaut, oder? Er ist schon wieder ausgebrochen, oder? Er versucht es gerade wieder. Ich habe keine Ahnung, warum er so angepisst ist, aber es könnte ja vielerlei Gründe haben. Füge Aufgabe hinzu. Ist doch alles gut, du musst doch nicht wieder ausbrechen. Was ist dein Problem, verfluchter Arsch? Ich glaube, das ist wegen der Quest. Wir haben es geschafft. Oh. So arbeiten wir in der Unterhaltungsabteilung. Klar, die Wissenschaftler holen sie aus der Vergangenheit zurück. Aber wir zeigen sie der Welt. Höllisch guter Job. Höllisch guter Job. Ich kenne die Anziehungskraft des T-Rex. Ich verstehe das schon. Aber wenn ihre Show einmal schief geht, dann... Naja, sie wissen, was dann passiert. Zweifeln sie dran? Fragen sie mal ihren Freund Dr. Malcolm. Ja, der kennt sich damit ja bestens aus. Abbrechen! Warum? Warum greifst du den Zaun an? Achtung! Nee, du kannst wieder herkommen. Guck mal. Irgendwie braucht er mal eine Beruhigungsspritze oder so. What's going on? Ihm geht's doch blendend. Also was will er? Warum... Warum tut er das, was er tut? Hä? Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Ja, da bekomme ich sowieso nichts mehr, aber ist auch egal. Oh Gott, der T-Rex sieht mir auf den Sack, ey.
Wir brauchen... Wir sind kurz vor den 5 Sterne, also so lange ist es nicht mehr. Beruhigen wir mal den Lampert, glaube ich, bevor der... Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Informationen sind ein wichtiger Teil der Sicherheit. Wir haben gerade eben einen Fotoauftrag erhalten. Sehen Sie ihn sich einmal an. Ich krieg bestimmt keine Velociraptoren mehr. Ist das bitter, ey. Wenn ich hier eine Hauptquest nicht mache. Stimmt, das Problem, was ich eigentlich lösen wollte, dann aber davon... Oh, das ist ja ärgerlich. Dann abgelehnt werde. Wo habe ich das jetzt gebaut? Hier. Astfood, Dino-Häppchen, hier Dino-Schmaus. Ich würde jederzeit mit Ihnen arbeiten. Irgendwo gibt es ein Stromproblem oder ist es immer noch dasselbe Problem? Aufgabe erhalten. Bis der da ist, sind die halt wieder. Ist halt wieder alles chaosmäßig unterwegs, dass die, dass da zigtausend Viecher angesteckt sind. Du wirst mal das machen. Nachschubanfrage erhalten. Ach, das ist so einer. Was ist denn jetzt mit dem Strom? Ist das immer noch die... Ah, okay. Benötigt Strom. Wir haben keinen Strom mehr. Au, backe. Oh nein! Ich hab keinen Bock auf den Storm. Please! Reicht ein kleines Kraftwerk, wenn ich das hier hinsetze? Oh, nicht schon wieder ein Tornado. Oh Gott. Ich habe gerade keinen Überblick, wo ich noch Platz habe. Aber hier hinten vielleicht. Kann ich hier noch irgendwas machen?
Tja, gut, hier können wir nichts mehr bauen, so viel steht schon mal fest. Ich mache, wenn es wieder hell ist. Ich sehe halt gar nichts. Ne? Es ist halt. Also das ist wirklich ein bisschen nervig an dem. An dem ganzen Ding hier. Ha! Jurassic World ist abgestürzt. Na, großartig.